gespielt. So, hätten Sie das jetzt geschafft ohne Tippen? Die Ablenkung auf die Mittelkonsole, chancenlos. Ich habe sie bei der Kollegin vorher gesehen, als sie runtergeschaut hat, ist eigentlich schon viel zu spät gewesen, ist sie voll reingestiegen. Mit Vollaufprall. Was raten Sie also den Autofahrern beim Autofahren mit dem Handy? Finger weg vom Handy, keine SMS tippen, keine Posts, keine WhatsApp, Nachrichten. Die Ablenkung und der Blindflug ist garantiert und damit natürlich andere Verkehrsteilnehmer genauso in Gefahr bringen wie sich selber. Und das Beispiel zeigt ja, man ist einfach zu spät dran und der Blindflug heißt eben Blindflug, weil man nicht sieht und nicht reagieren kann, chancenlos. Sie haben ja selbst vorhin erzählt, dass Sie auch mal empfänglich sind oder waren für diese Ablenkung. Gab es denn so ein Ereignis, das Ihnen gewissermaßen da so die Augen geöffnet hat seinerzeit? Nee, jetzt konkret nicht, aber wenn man sich allein die Zahlen anschaut, als Mensch ist man dann auch immer mal unvernünftig. Und der Stress, und da kommt sicherlich eine ganz wichtige SMS. Ich glaube, jede SMS kann mal eine halbe Stunde warten. Wo kommt das Smartphone bei Ihnen hin? Wo das hinkommt? Ja. Meistens in die Sakkotasche. Um dann zu sagen, okay. Da kannst du auch schnarren, das lenkt sich auch nicht ab. Nein, das lenkt mich nicht ab, weil wenn du im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 2 Stunden gebunden bist, dann kannst du auch nicht nebenbei Handy tippen, sondern muss man auch konzentriert sein, dann ist man halt mal nicht erreichbar. Und wenn es ganz extrem Situationen gibt, dann fährt man halt raus, einfach rausfahren und seine Sachen erledigen und dann ist auch wieder gut.